und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei den Geheimnissen der sidirischen Astrologie. Und ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch dabei. Und zwar haben wir ja auf diesem Kanal die Geheimnisse der sidirisch-vedischen Astrologie, aber ich habe mich auch mit der sogenannten Nadi-Astrologie beschäftigt. Und die kennt ihr vielleicht oder ganz bestimmt sogar von den sogenannten Palmblattlesungen. Für jeden, der jetzt noch nicht weiß, was eine Palmblattlesung ist, es ist praktisch ein aufgeschriebenes Leben von einem heiligen Rishi in Indien, die vor tausenden von Jahren eben über Menschen, die in der Zukunft leben, ihr Leben aufgeschrieben haben auf sogenannten Palmblätter. Und die kann man abrufen, wenn man sich auf die Suche begibt nach dem eigenen Palmblatt. Das habe ich vor, ja, lass mich überlegen, ich glaube, es sind jetzt 4 Jahre her, habe ich das gemacht, bin auf die Suche gegangen, habe mir gedacht, jetzt möchte ich gerne mein Palmblatt haben. Ich gucke mal, ob ich das finde. Und das war natürlich, blub, blub, war ich natürlich an der richtigen Stelle und habe genau gewusst, dort muss ich das machen. Wie hat das stattgefunden? Ich habe also meinen Daumenabdruck abgegeben und anhand von dem Daumenabdruck sollte praktisch über ein Zoom-Meeting das Palmblatt gefunden werden. Und wir haben uns dann verabredet und wir saßen da dann da, die Seher oder die praktisch das Ganze eben gelesen haben in Indien und ein Moderator, ein Übersetzer, damit ich das besser verstehen kann und haben nach meinem Palmblatt gesucht. So. Die Enttäuschung war natürlich gleich mal da, denn bei der ersten Sitzung hat man mein Palmblatt nicht gefunden. Das ist natürlich etwas, was mich als ungeduldige Witterfrau schon mal gleich etwas nervös gemacht hat. Da haben wir gedacht, vielleicht haben die ja für mich gar keins geschrieben. Also haben wir einen zweiten Termin ausgemacht und siehe da, nach, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, war dann das Palmblatt von mir gefunden. Beeindruckt hat mich schon, und mich beeindruckt jetzt in der Regel nicht so schnell etwas, dass eben anhand von meinem Daumenabdruck ein Palmblatt identifiziert werden konnte, wo man den Namen meiner Eltern, meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Geburtszeit und alles eruieren konnte. Also das hat mich jetzt wirklich schon, habe ich mal gedacht, da ist irgendwas dran. Und dann habe ich mir das lesen lassen und ich muss sagen, also alles, was so auch in der Vergangenheit gewesen ist, was eben auch erzählt wurde, war absolut zutreffend. Und es war auch sehr spannend zu wissen praktisch, was die Zukunft bringt, beziehungsweise was für Themen beruflich für mich wichtig sind, wie es mir mit meiner Gesundheit aussteht, auf was ich achten muss. Wann ich Großmutter werde, das möchte ja doch auch jeder wissen, wie viele Enkel ich bekomme. Und lauter solche wunderbare Dinge konnten eben aus diesem Palmblatt ausgelesen werden. Und ich, wie gesagt, es hat mich schon echt beeindruckt. Und deswegen habe ich jetzt mal für euch dieses Video hier mit reingestellt, weil die Nadi-Astrologie ja auch ein Teil der vedischen Astrologie ist und deswegen auch ganz nah verwandt mit den Dingen ist, die wir hier auf diesem Kanal machen. Ich habe das dann auch zusätzlich meinem Sohn weitergegeben, der sich dann auch mit diesen Themen beschäftigt hat oder der auch mit sowas immer schon in Frequenz stand. Und er hat sich auch sein Palmblatt lesen lassen, war ebenso tief beeindruckt wie ich. Heute ist er eben Moderator und Übersetzer bei dieser Palmblattlesung. Und deswegen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie das Ganze funktioniert, was man wissen muss, ob seriös ist oder sonst irgendwas, schreibt mir unten einen Kommentar rein. Ich kann das weiterleiten, beziehungsweise ich kann es euch auch beantworten. Ich kriege jeden Tag praktisch hautnah mit, wenn mein Sohn eben täglich 1 bis 2 Lesungen und übersetzt und moderiert, dass es wirklich echt funktioniert. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich habe auch auf Facebook eine Gruppe Sidirisch-Vedische Astrologie, wo ihr eben auch diese Dinge wie die Nadi-Astrologie und die Palmblatt-Lesungen nachfragen könnt, wo ihr sagen könnt, Mensch, wie funktioniert das? Was ist das für eine Firma? Ist die seriös? Muss man da was machen? Und so weiter. Erfahre ich den Todeszeitpunkt? Und lauter solche Dinge, die könnt ihr alle entweder hier bei mir oder auch in der Facebook-Gruppe fragen. Und dann beantworten wir das euch natürlich, ohne dass ihr irgendetwas hier in Vorleistung treten müsst. Weil ich finde es schon mal ganz spannend, dass man eben auch wirklich bei einem seriösen Anbieter landet. In diesem Sinne wünsche ich euch mit diesem kurzen, schwungvollen Video hier von meiner Seite wieder einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn ihr mir ein Like gibt oder wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und bald wieder einschaltet, wenn es um die Geheimnisse der sidirisch-vedischen und vielleicht auch der Nadi-Astrologie geht. Eure Susanne Seemann.